Victory! Servus miteinander und herzlich willkommen bei 3 Bayern on Tour. Heute haben wir den 12. Juni und ein absolutes Traumwetter. Das ist in dem Sommer ja schon fast eine Seltenheit, weil es andauernd bloß schifft. Aber heute hat es wieder passt und wir nutzen das natürlich wieder für Wanderung. Heute geht es hinten nach Ruhrpolding und zwar auf die Rüttelmoosalmen. Wir sind hinten bei Urschlau an der Urschlauer Ache und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ja, und seht ihr da auf der linken Seite den großen Rübezahl. Da geht's zum Märchenpark rein, da war ich als Kind so oft, das war so schön da. Und es ist richtig schön, mal den wieder zum sehen. Allerdings ist damals noch nicht so zugegangen, weil diese Blechlawinen, die da jetzt rumstehen, die sind schon wieder gigantisch. Blechlawinentechnisch hat leider am Wanderparkplatz Urschlau auch nicht recht viel besser ausgeschaut. Da war nämlich alles komplett dicht, wir haben keinen Platz mehr gekriegt. Höchstens noch im Halteverbot, aber das haben wir dann doch nicht riskiert, Gott sei Dank, weil dann ist nämlich auch die Polizei noch hintergekommen und die haben dann alle einen Strafzettel an einen Windschutzscheinpapa gehabt. Wir haben dann nochmal zurückgefahren und haben dann irgendwo in so einen Waldweg seitlich eingefahren und haben dann da geparkt. Oh oh. Ich glaube, da haben wir ein Problem. Aber riesig. Jetzt schauen wir uns erstmal wieder die Tour auf der Karte an. Wie gesagt, ist es bei Urschlau in der Nähe von Ruhrpolding und da unten seht ihr in Blau wieder die Routen. Wir starten am Wanderparkplatz Urschlau und gehen wir erst einmal an der Urschlauer Ache entlang. Dann geht es über Brücken über die Urschlauer Ache drüber und es beginnt der Anstieg zu den Rüttelmoosalmen. Kurz bevor man das Almengelände erreicht, hat man nochmal einen schönen Blick auf den Rüttelmoosfall. Und dann dauert es nicht mehr lange, man erreicht das wunderschöne Almgelände von der Rüttelmoos. Das ist ja ein Naturschutzgebiet und es gibt zwei schöne Almen zum Einkehren, Langenbauer Alm und die Dandelalm. Und dann geht es durch den Bergwald wieder zurück zum Urschlauer Wanderparkplatz. Insgesamt sind es ungefähr 11,5 Kilometer und 325 Höhenmeter. Es ist eine vergleichsweise einfache Wanderung, außer wenn es heiß ist, da kann es schon anstrengend werden. Und das Almgelände ist einfach wunderschön, man hat einen tollen Blick auf den Gurwandkopf und die Hörndlwand und es rentiert sich auf jeden Fall. Ein wenig sehr nervig an der Wanderroute, das sind die Biker. Es ist halt eine Ausbau die Kiesstraße, kann man sagen, da auf. Und da sind Unmengen von Biker unterwegs. Normalerweise ist das ja kein Problem, soll ja jeder machen, was er will. Wandern, Biken, Paragliden, sonst was. Aber ich verstehe es halt einfach nicht, dass man einfach so gar rücksichtslos und unverschämt sein muss und ausfallend werden muss. Also das muss einfach nicht sein. Jeder möchte die Natur genießen, seine Freizeit genießen und da braucht man das einfach nicht. Also das ist wirklich ein Minuspunkt auf der Strecke. So, und jetzt starten wir mal am Urschlauer Parkplatz mit der Wanderung. So, jetzt gehen wir auf die Rüttelmoosalmen. Ausgangspunkt ist Urschlauer Tal Maria Schnee. Das ist das Kirchhal dazu. Heute haben wir super Wetter. Ein bisschen warm ist schon, aber das macht nichts. Gleich beim Parkplatz befindet sich das kleine Wallfahrtskirchhal Maria Schnee. Das hat einen schönen Barockaltar aus dem Jahr 1667, aber wir sind da nicht eingegangen, wir haben gleich die Wanderung gestartet. Und nach einer kurzen Gehzeit erreicht man dann den Kreuzweg und das Mosaik vom Ruppeldinger Bildhauer Andreas Schwarzkopf. Und dann geht es entlang der Urschlauer Ache und auf zu den Rüttelmoosalmen. Der symbolische Abendmahltisch haben wir da.
haben wir wieder einen Charakter, seinen Lieblingsweg. Die Teerstraße. Yeah! Also da haben wir die Urschlauache, ist echt schön. Ja. Da haben wir die Urschlau. Da haben wir die Urschlau. Die ist schon verdurscht. Ist schon wieder am Verdurschen. Das hat zuerst was drum, die Urschlau. Ja, okay. Oh ja, fürs Nehmen. Kurz bevor man das Rötelmoos-Almgelände erreicht, hat man einen tollen Blick in die Rötelmoos-Schlucht. Dadurch fließt der Rötelmoos-Bach, der dann später in die Urschlauache hineinfließt. Und in der Rötelmoos-Schlucht kann man dann den tollen Rötelmoos-Wasserfall bewundern, der sich da einstürzt. Also das ist schon ein beeindruckender Anblick. Sag einmal, das ist ein Wiederl, he? Kurz bevor man dann die Almfläche erreicht, kommt man an der Triftglase vorbei. Da ist früher das Holz vom Rötelmoosbach aufgestellt worden und ins Tal getriftet worden. Das Holz hat man damals in der Salinen-Dranstein als Brennholz benötigt. So Leute, jetzt sind wir unten auf der Rötelmoosalm oben. Das ist ein Naturschutzgebiet, da ist wunderschön. Haben wir die Idylle total traumhaft. Es sind zwar extrem viele Mountainbiker unterwegs und da ist gerade irgendein Webs hinter mir. Aber das nimmst echt den Kauf, als das so schön ist. Sag ich euch mal den Rundumblick. So, da haben wir die Hörnbelwand. Ist das so? Ja. Und da haben wir Kühe, die da wieder chillen ohne Ende. Die haben es doch echt gut. Und da ist das Almgelände. Die gemeine Chillkuh. Jetzt. Ja, grüß jetzt sind wir da. Jetzt sind wir oben angekommen. Weißt du, schön. Ne? Bei den Rötelmoosalmen. Weißt du, schön. Jetzt die Kuhglocken hinter uns und der Himmel ist unverschämt blau. Ja, und so ein schönes Almgelände da herum. Wunderbar. Hammermäßig. Da hinten haben wir die Hörnbelwand. Ja. Also einfach traumhaft, ja. Wenn die Mountainbiker aber nicht waren. Ja, das hilft da nicht. Das hilft da nichts. Sagen wir mal so, wenn sie ein bisschen freundlicher waren. Da darf man es ja sein, aber man muss ja nicht so unfreundlich sein. Aber jetzt haben wir schon wieder ein schönes Wort gehört. Ja. Naja, aber also wir lassen uns Luppe kriegen und da ist echt wunderschön. Jetzt werden wir mal einkehren. Jawohl. Also, tschüssi. Später. Bis später. Da hinten, da seht ihr die Langbaueralm. Auch wieder verschiedene Kulisse. Und wir gehen jetzt weiter zur Dandelalm. Die Rötelmoosalm, das ist eine relativ große Almfläche auf 880 Meter Höhe. Und es ist ein Hochmoorgebiet mit viel kräuterreichen Weiden. Also ist ideal für die Kühe zum Weiden da oben. Und steht eben unter Naturschutz und es ist einfach ein wunderschöner Ort da. Thank you.
Es gibt so schönes Almbrot. Ein Brot. Ein Brot. Gell? Ja. Jetzt haben wir uns gestärkt auf den Landräumen und jetzt geht es dann weiter über die Öfen wieder zurück nach Urschlau. Werden wir sehen. Wie über Stock und die Steine. Auf die Urschlau auch wieder hinten. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir beim Auto wieder. Schöne Tour war es, auch wenn es am Schluss raus gescheit anstrengend war, weil es so heiß war auf Nacht. So um 4 Uhr, wenn du da mal lang gehst in der Sonne, da trifft dich echt der Hitzschlag. Der Wahnsinn. Aber wunderschön da oben. Die Rüttelmoos ist sehr empfehlenswert. Das ist eine wunderschöne Gegend. Echt wahr. Machen wir auf jeden Fall mal wieder. Da gehen wir dann mal von der Weiße Seite rauf und dann schauen wir mal, wie es da ausschaut. So, und jetzt packen wir es heim. Ja, hoffen wir, dass euch unser kleiner Ausflug auf die Rötelmoosalmen gefallen hat und bedanken wir uns wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, da werden wir mal Bayern verlassen und bei unseren Nachbarn in Österreich umeinander gehen, und zwar im Salzburger Land bei Lofer. Da fahren wir mit die Almbahnen rauf zur Loferer Almenwelt und werden wir die mal ein bisschen erkunden. Das wird recht schön, besonders der Wasserfallweg ist total beeindruckend. Das wird euch sicher gut gefallen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute! Ist noch nicht. Jetzt sind wir da den Wasserfall weg. Die Wasserfälle haben wir da, glaube ich, schon hinter uns. Ja, aber schön. Aber sowas von schöner Weg. Geil, das hätte ich auch nicht erwartet, dass das so geil ist da oben. Also das rentiert sich, kann man nur empfehlen. Ja, absolut. Also da müssen wir unbedingt herkommen, das ist krass. Geil. Du hast dich gechillt und relaxed. Ja. So, jetzt haben wir ungefähr so die Hälfte bis zur Mittelstation. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Okay. Ja. Bis dann. Jetzt lassen wir mal den Pulk vor uns weitergehen. Da schafft es jetzt wegen so anderer mäßig, aber sonst war es echt cool. Also, ja. Servus. Servus.